Ah, hier könnte man ja nicht hoch. Freunde der förmlichen Erquickung. Zerfließt vor Entzücken, wenn ein knuspriger Laib Brot von den meinen in eure Hände wandert. Ist wirklich auch genial. Hier gibt es so ein paar witzige Leute. So. Ihr braucht mich gar nicht zu. Ach, da ist der. Da. Hier können wir hoch. Gut. Wir wollen ja zum Sonnentempel und dafür müssen wir zum Marktplatz. Oh, oder ins Kasernenviertel, weil ich da weiß, wo die. Hoffe ich zumindest, wo die Wegweiser sind, damit ich schnell nach oben komme. Hoffe ich zumindest. Wenn nicht, dann, scheiße. Naja. Na, haben wir hier. Hatten wir nicht hier Wegweiser? Ihr seid Fremdländer, was? Ihr hättet euch keinen besseren Zeitpunkt aussuchen können, um nach Enderal zu kommen. Ja, Marktplatz. Genau. Es ist schade, dass die halt die Gebiete so klein machen mussten und mit Ladezeiten versehen mussten. Also beim nächsten Skyrim möchte ich gerne dickes. Ja komm. Dickes Territorium ohne Ladezeiten. So. Ja. Relativ so wie in Fallout 4, aber da war es ja noch nicht wirklich heftig. Also so richtig. Da muss man. Natürlich. Einen kleinen Obolus muss ich aber leider verlangen. Ganz gleich, wie wichtig ihr für die neue Mission des Großmeisters seid. Tut mir leid. Ich kann nicht auch nichts verkaufen. Das ist doch. Mann, doch, ich kann ja was verkaufen. Indem ich was schmiede, oder? Sterlingshandschuhe. Die Schwerter. Das darf ich nicht vergessen. So. Komm. Zack. Natürlich. Einen kleinen Obolus muss ich aber leider verlangen. Ganz aber gleich, wie wichtig ihr für die neue Mission des Großmeisters seid. Tut mir leid. 200 für so Sternlingshandschuhe und 200 für ein Eisenschwert ist nicht schlecht. So. Du kannst mir nichts bringen. Schreitet wohl. Das ist schade. Was? Wohl. Kannst mir eigentlich mal. Natürlich. Einen kleinen Obolus muss ich aber leider verlangen. Ganz gleich, wie wichtig ihr für die neue Mission des Großmeisters seid. Tut mir leid. Pyräische Rüstung. 34. Ja. Der ist nicht wirklich gut. Können wir. Schreitet wohl. Eigentlich jetzt. Objekte, Gesellenbuch, leichte Rüstung. Das eben. Kann ich irgendwas? Nein. Schärfer halt. Da hat man Glück, wenn die wissen, an welchem Ende man entwickelt wird. Ja. Gut. Dann lade ich mir weiter. Zum nächsten. Ja, es ist noch einmal die Rüstungskammer. Was? Die sind nicht da? Okay, dann heißt es wieder umziehen.
Und zwar... Nee, das Diadem brauchte ich, ne? Warte mal. Assassinenkapuze. Ah. Das Ding kann ich auch verkaufen. Okay. Also auch die Assassinenkapuze verkaufen. Komm. Bitte. Natürlich. Einen kleinen Obolus muss ich aber leider verlangen. Ja, ganz lass mich gleich, die wie wichtig ihr für die neue Mission des Großmeisters. Schreitet wohl. Dankeschön. So. Jetzt einmal schön alle Sachen wieder. Diadem. Goldring. Na, wo ist meine Hüterrobe? Da. Die Diebeshandschuhe könnte ich mal verzaubern. Zack. Die Teile könnte ich. Stiefel ist. Naja. Passt schon. So. Vorher einmal Magie, einmal Segen und Disziplin. Und wo ist mein Fokus? Hallo? Nein. Ja, Fokus auf Meditation. Einmal, ich habe 3 Meditationspunkte, die müssten weg. Talente und Seelen verschlingen, Dimensionsriss. Mentalexperte. Sinnestrophen. Ja. Verbirgt euch. Das ist cool. 30% weniger. Erhöht die Lebensdauer. Ach Mist. Schade. Naja. Okay, auf jeden Fall. Teile kann ich dann auch mal hochziehen. Wie hier unseren anderen. Gut. Zack, zurück. Na? Komm schon. Ich hab dich nicht umsonst auf eine SSD installiert. Ja. Und einmal Arkanistenfieber. So. Ab zum Chronikum. Mal gucken, was die uns jetzt hier anhängen wollen, ob die mich töten wollen. Bruder, schreite wohl. Wie geht es voran? Ach, zum Gruß. Das heißt, wir... Es geht. Wenn das nicht die Prophetin ist. Was ist mit euch? Ihr seht beklommen aus. Ich weiß, dieser Scharim hat es schon erzählt. Ich kannte sie kaum, aber es ist dennoch schrecklich. Erst Funkenschlag und jetzt sie. Sie... Wir müssen den Täter finden und das schnell. Aber damit sage ich euch vermutlich nichts Neues. Malfas sei Dank haben wir kürzlich einen Durchbruch mit dem Leuchtfeuer erlangt.
kompliziert zu beschreiben. Ja? Zumindest was die Sockel angeht, ja. In den Schriften aus Altotulgrad ist von einer schwarzen Glut die Rede, die eine Art Energiequelle für die Maschine darstellen soll. Ohne ihn wären wir jetzt noch nicht halb so weit. Das haben wir uns die letzten Wochen gefragt. Und dann ist es uns wie ein Fell von den Augen gefallen. Die Pyräer meinten die schwarzen Perlen. Vermutlich kennt ihr sie nicht. Es sind alte Schmuckstücke, manchmal auch schwarze Steine genannt. Sie tauchten das erste Mal in der goldenen Ära auf. Und jeder, der etwas auf sich hielt, kämpfte darum, eine im Besitz zu haben. Angeblich stammten sie aus Tirmatral, dem Herzen Arkwens. Dekadenlang wechselten sie also immer wieder den Besitzer, mal durch Gold, mal durch Gewalt. Das Ganze nahm erst ein Ende, als den Besitzern ein unangenehmer Nebeneffekt auffiel. Möge dein Pfad stets eben sein, Bruder. Nein, zumindest nicht mit gewöhnlicher Magie. Das ist ja das Seltsame. Dennoch teilten alle Besitzer über kurz oder lang dasselbe Schicksal. Fürstin Katua beispielsweise, die nerimesische Gräfin, deren Schloss bis auf die Grundmauer niederbrannte. Laut einem Überlebenden war sie selbst dafür verantwortlich. Man hatte sie in jener Nacht gesehen und sie soll hysterisch schreiend und lachend im Thronsaal umhergetanzt sein und Feuerwellen beschworen haben. Obwohl sie bis zu diesem Tage keinerlei magische Begabung hatte. Dann wollen wir doch mal sehen. Richtig. Plus, sie zeigten Krankheitsmerkmale wie die Besessenen des roten Wahnsinns. Eine seltsame Parallele, wenn ihr mich fragt. Oh ja. Tja. Die, die eine Perle besaßen, versuchten sie irgendwie loszuwerden oder in ihren Schatzkammern wegzusperren. Und irgendwann sind sie einfach in Vergessenheit geraten. Erklärt ihr eure Theorie, Erzmagister? Ja, natürlich. Wir glauben, dass sie Energieträger sind, in denen pure, ungebündelte Magie fließt. Und dass die Hohen sie sich zunutze machen. Zunutze? Richtig. Die Magie der Perlen gibt den Trägern Macht, aber die Hohen verpesten sie. Wie ein vergifteter Trank sozusagen. Ich weiß, es klingt weit hergeholt. Aber die Parallelen sind zu auffällig. Das Leuchten in den Augen der Opfer, das langsame Abgleiten in den Wahnsinn und schließlich der irrationale, alles zerstörende Gewaltakt. Okay. Das dachten wir auch. Aber da lagen wir wohl falsch. Vielleicht verlassen die Hohen ja nach der Läuterung, was auch immer sie ist, unsere Sphären überhaupt nicht. Vielleicht sind sie Teil der Welt, wie die Gezeiten oder die Elemente. Und der Tod der Götter gibt ihnen sozusagen das Startwort. Das ist eine Frage, die ich mir, seitdem wir vom Zyklus wissen, stelle. Wer weiß das schon? Vielleicht sehen sie uns gern leiden. Vielleicht sind wir für sie wie Ameisen, die zu töten nicht unethisch ist. Oder vielleicht ist der Fehler, bei den Hohen überhaupt nach so etwas wie Absichten zu suchen. Richtig. Nichts anderes auf der Welt verfügt über so viel unverdünnte Macht. Und deshalb werdet ihr sie finden. Okay. Nein, weil wir wissen, womit wir es zu tun haben, anders als die, die den Steinen zum Opfer fielen. Stellt sie euch wie ein magisches Schwert vor. Ein Narr weiß es nicht zu führen und wird sich daran über kurz oder lang schneiden. Ein erfahrener Krieger jedoch kann sich seine Macht zunutze machen. Was nicht heißt, dass wir leichtsinnig mit ihnen umgehen werden. Was wir brauchen, ist ihre Energie, nicht mehr und nicht weniger. Wenn wir die erstmal auf das Leuchtfeuer übertragen haben, sind ihre Hüllen für die Hohen nutzlos. Okay. Ja, aber wir brauchen nicht alle von ihnen. Das Leuchtfeuer hat genau 3 Fassungen und so viele der Steine werden wir auch hier auf Enderal finden. Erzmagister? Ich habe die Geschichten der Perlen als junger Arkanist studiert und meine Aufzeichnungen sollten euch Anhaltspunkte geben. Gebt mir bis morgen, dann habt ihr die relevanten Auszüge. So, dann wollen wir doch mal sehen. Kommt einfach immer zu mir, wenn ihr Fragen habt. Und beeilt euch. Vielleicht...